Herzlich willkommen bei Let's Play mit Vorsicht und einer weiteren Runde Fallout 4. Also genauer gesagt Runde 2. Und hier mit meinem hässlichen Ebenbild. Ich möchte mich gleich mal dafür entschuldigen, die erste Folge, die hat geruckelt. Das lag aber nicht am Spiel, also weil das läuft flüssig mit guten Frames. Es war ein Problem mit dem Aufnahmeprogramm, dass das so abgehackt aufgenommen hat. Ich habe es, also ich meine es, ausgeglichen zu haben oder halt angepasst zu haben. Ich habe gerade eine Testaufnahme gemacht, bei der es funktioniert hat. Das ist natürlich das Problem, wenn man sowas komplett mit Null anfängt. Habe ja gesagt, es könnte ruckeln, was weiß ich. Das Spiel hat selber nicht geruckelt, die Aufnahme hat geruckelt. Wie auch immer, scheiß drauf, wir bringen den hässlichen Kerl jetzt hier da raus. Ja, ich bin jetzt gerade hier in der Außenansicht. Da meine Frage an euch. Wie habt ihr lieber? Wollt ihr so von hinten den spielen oder in der Ego-Perspektive? Schreibt von unten in die Kommentare rein, ob von außen oder von innen. Ich spiele jetzt mal zum Vergleich zur ersten Folge hier von innen, von außen. So, und jetzt hoch mit dir. Wollt ihr irgendwas ändern? Nein. Wir bleiben hässlich. Und die Specials passen ja sowieso, die sind ja von einer unabhängigen Expertin getestet worden, oder halt geprüft worden. Ihr wisst, was ich meine. Oh, das sieht aus wie ein R2D... Ach nein, das ist so eine Kryokammer. Wenn es klein wäre, könnte es ein R2D2... Naja, egal. Oh, wie sieht's denn aus da draußen? Ja, Luft. Radiosignale. Ach, scheiß Errungenschaften von Steven. Den Kack muss ich mal ausmachen. Oh, es ist schön. Ich dachte so, wenn ich jetzt rauskomme, brechen vielleicht die Frames ein. Aber es läuft noch schön flüssig. Oh, cool, geil. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann. Oh, fuck, geil. Ein Granatenzerfminer, also rüstet sich ein Pip-Boy aus und halt der... okay. Red X ist immer wichtig. Ach genau, jetzt kann ich ja endlich mal in Pip-Boy reinschauen. Special, das passt ja. Skills habe ich noch keine. Status sollte noch nichts groß passieren. Molotov-Cocktails. Ah, okay, da kann ich mehrere Sachen hinmachen. Zum Beispiel kann ich jetzt Schusswaffen... Ah, eins... Oh! Ah, verstehe. Ich möchte eigentlich... Wenn denn, dann machen wir mal die Molotov-Cocktails hier drauf und die hier machen hier drauf. Das gefällt mir. Kleidung, Ehering, der bringt mir nichts. Nö, aber der ist was wert. Okay, cool. Vielleicht verkaufen wir den mal. Die Brille, die wollte ich anziehen. Bringt die mir was? Wahrnehmung plus 1. Sehr schön. Das lassen wir alles mal weg. Daten, bla bla bla, das brauchen wir jetzt gar nicht. Sieht er mir... dreh die mal ins Licht, du Arsch. Ja, jetzt sieht er mir viel ähnlicher. Wenn ich so... Ich guck gerade darüber, da ist mein Aufnahmeding. Ja, er sieht jetzt viel mehr aus wie ich. Also man merkt auf jeden Fall... Das ist Vorsicht, wie er leibt und lebt. Da lässt sich nichts mehr dran aussetzen. Oh, wenn ich da runterrenne, das ist nichts. Kann ich eigentlich sprinten? Ja. Alles so die klassische Steuerung. Kronkorken. Ich spiele ohne Fadenkreuz, weil ich dachte, dann habt ihr mehr Sicht da drauf. Aber ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, weil ich hier gar nicht weiß, wo ich hinziehe. Ja, mal schauen, was ist das da unten? Cram. Brauchen wir nicht. Gibt's ja Blumen. Ohne Witz. Da kann man sogar Blumen jetzt ernten. So voll Alchemie-Zeugmäßig, oder was? Hier ist Wasser. Ja, sieht ordentlich aus. Kann man lassen. Genau, Strahlungsschäden macht es. Ja, haben wir schon besser gesehen, aber ist okay. Also ich finde, wenn ich das so anschaue, die Grafik ist wirklich, wie man es schon in der Trailer und so gesehen hat, nicht das Nonplusultra, aber ich habe jetzt nicht den Top-Rechner, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es läuft mit relativ hohen Einstellungen ziemlich flüssig.
Ich bin begeistert. Ich dachte, ich muss hier ziemlich runterstellen und es ruckelt wie Kacke. Aber nein, es läuft sehr flüssig. Und ich finde gerade das mit dem Licht, es ist bisher sehr stimmungsvoll. Sie haben es schon gesagt, es ist nicht mehr ganz so trostlos. Aber es sieht echt stimmungsvoll aus. Ich bin begeistert. Das hat so absolut diese typische Mischung aus, oh, da hinten ist der Handyman da. Klebeband, nehmen wir doch mit. Ich finde es cool, dass man jetzt nicht mehr unbedingt reingucken, sondern einfach schon direkt sieht, was drin ist. Was ich sagen wollte, genau, dass man einfach sieht, es ist trostlos auf der einen Seite, aber hat trotzdem auch einen Haufen Spaß dabei. Deswegen haben wir hier auch mehr stärkere Farben. Ich finde es cool. Guten Tag. Jo, alle sind tot, du bist noch hier. Codsworth, du bist noch da? Also, könnten andere auch noch am Leben sein? Natürlich bin ich noch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Grundstück von General Comics International doch nichts abhaben. Aber sie werden mitgenommen. Ihre Frau sollte sie in diesem Zustand nicht sehen. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt so was vor. What? 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgeruht. Ja, Information und Gruppen vor, du kannst versuchen sie. Aha, okay. Das war jetzt hier ein typisches Beispiel für den schwarzen Humor. Das finde ich cool. An der Stelle, meine Frage jetzt war, passt das jetzt mit dem Audio? Weil letztes Mal war es auch so, dass die Texte viel zu leise waren, man hat ja gar nichts gehört. Ich habe es jetzt lauter gemacht, ich hoffe, das passt jetzt besser, wenn nicht, werde ich es nächstes Mal noch höher machen. Aber für mich auch interessant zu wissen, wollt ihr diese Dialoge komplett hören? Soll ich nur die witzigen Sachen rausschneiden oder wie wollt ihr das haben? Weil letztes Mal habe ich relativ viel rausgeschnitten, weil ich dachte, es ist ein bisschen langweilig, dazu zu hören. Lasst mir wissen, wie ihr das haben wollt. Ich möchte, also ich bin mir selber da unschlüssig. Was wollt ihr sehen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann passt mir das mit der Zeit auf jeden Fall so an, dass es für euch am besten passt. So, was weißt was du denn, Kerle? Codsworth. Codsworth. Die Bomben fielen und die sind alle nur schnell gegangen. Ich dachte, wenn ich sie und ihre Familie wären... Irgendwas Gefährliches? Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Hüpfen. Soll ich das untersuchen? Okay, geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Dann folge mal dem Kerl doch mal. Gut. Blähfliegenfleisch. Ach, das zeigt ihr mal nachher durchsuchen. Jetzt folgen wir erstmal dem Kerl. Wo ist er denn hin? Codsworth? Codsport. Das splattert und sprübelt richtig gut. Jo. Komm schon, Codsworth. Ich brauche deine Hilfe. Wohin kann ich gehen? Sie könnten in die Stadt gehen. Concord ist in der Nähe. Aber die Leute sind ganz so beherrscht wie ich. Concord leben immer noch Menschen. Ja, obwohl sie ein wenig... Sie kennen sie noch den Weg?
über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Funkhaus an der Red Rock Station vorbei. Das hört sich gut an, Kerl. Oh. Schreibmaschine. Klebeband, Terpentin. Waffenwerkbank. Ah, herstellen. Kann ich was herstellen? Cool. Genau, die Dinger kann man ja verändern. Aber ich kann noch nichts machen, weil ich... Oder? Ah, doch, ich kann das Ding schon verändern. Krass. Ah, und links sieht man die Veränderungen, okay. Zum Beispiel leichter Schuss macht weniger Schaden, braucht auch weniger Gewicht. Schwerer tut natürlich... Ah, okay, cool. Oh, what the fuck? Leck mich am Arsch, wie viel es da unterschiedliche Sachen gibt. Okay. Ah, da kann man sogar markieren für die Suche. Das heißt, wenn man... das und das machen will. Da ich so wenig... oh, kann ich bauen? Was? Öl, Klebeband, Zahnrad, Enter, anfertigen. Kann ich das machen? Ah, die kann ich nicht machen, weil ich nicht genug Zeug habe. Okay, verstehe. Verstehe. Dann gehen wir mal zurück. Kurzer Lauf. Das ist richtig cool. Da kann man sich echt so voll was... zusammenbasteln, was man halt, wie man es gerne am liebsten hätte. Verlängerter, leichter Lauf, weil er nicht... Ich will diesen Lauf. Wenn ich jetzt sage T, dann müsste mir irgendwie anzeigen, was ich hier... Okay, also brauche, um das hinzukriegen, Komfortgriff. Scharfschützengriff. Den könnte ich sogar bauen. Dann klatschen wir den mal rein. Okay, wurscht. Scheißegal. Das gefällt mir. Umbenennen. Halt, abbrechen. Den will ich umbenennen. Komfortgriff leicht, 10 mm Pistole. 10 mm Ballermann nennen wir den mal. So, hört sich doch schon mal gut an. Haben wir auf jeden Fall mal was gemacht. Da haben wir das auch gesehen. Das gefällt mir. Das freut mich. Boah, das ist cool. Echt. Da hab ich Bock drauf. Kann man hier irgendwas machen? Da kann man sich wirklich echt speziell Waffen halt zusammenbasteln. Schaufel. Power-Rüstungsstation. Oha. Was kann ich in der Werkstatt machen? Ah, okay, da kann ich Zeug bauen. Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, anpassen und entfernen. Aha. Aha. Mit der Werkstatt. Da kann man sich das Zeug zusammenbauen, was man braucht. Kann ich halt meine Siedlung bauen. Das mache ich jetzt mal noch gar nicht. Ist mir gerade mal wurscht. Ich gehe jetzt erstmal nach Concord, weil ich will jetzt nicht anfangen, hier schon eine Siedlung aufbauen. Sondern ich will jetzt erstmal noch ein bisschen mehr sehen. Was mir gerade noch einfällt. Hier. Oh, Zusammenfassung. Ach, das ist schon die. Ich will, ich habe wahrscheinlich noch keine, aber Skill-Tabelle zeigen. Und zwar, genau, man hat jetzt nicht mehr so wie früher, dass man pro nach einem Aufstieg irgendwelche Fähigkeiten kriegen kann, sondern man hat jetzt, je nachdem wie viele Special-Punkte man hat, kann man in einem gewissen Bereich halt so und so viele Fähigkeiten reinpacken. Ich kann jetzt zum Beispiel, hier kann ich jetzt zum Beispiel Wahrnehmung, habe ich hoch. Das sagt mir jetzt eben blabla, hier gute Sachen und dann kann ich die Fähigkeiten hier auswählen. Und die auf, also zum Beispiel habe ich jetzt Wahrnehmung 6. Das weiß ich gar nicht, wie komme ich denn hier runter? Ah, hier, so. Das heißt, ich kann bis auf Stufe 6, hier Stufe 6, bis hier hin, die Fähigkeiten kann ich nehmen. Die hier unten nicht, da müsste ich meine Wahrnehmung erstmal steigern. So. Sehe ich jetzt irgendwo, wo ich Punkte habe? Ich glaube nicht. Zum Beispiel, warum? Von Taschendiebstahl will ich jetzt nicht. Angriffe mit nicht-automatischen Gewehren, okay. Das will ich auch nicht. Es sieht im Schadensresistenten anzeigen lassen. Okay. Ja, mehr Wumms, bla bla bla. Und hier. Okay, Wahrnehmung ist mir echt zu schleichen. Intelligenz. Aha, das ist ja auch ganz interessant. Ein Stimmpack schon 50% mehr. Oh ja. Ich glaube, das will ich mir holen hier.
Kann ich aber jetzt noch nicht machen. Also da brauche ich wirklich noch erst ein Level. Es gibt übrigens unendlich viele Level. Also man kann irgendwie alles mal aufmachen. Ich gucke das jetzt nicht alles an, aber ihr seht, so funktioniert es. Und die Sachen haben dann selber auch noch mehrere Ränge. Also wie zum Beispiel, hier ist es bei Waffen, gibt es 4 Ränge. Ihr seht 4 Sterne. Das gefällt mir. Da habe ich Spaß drauf, da habe ich Lust drauf. Und ich glaube, oh, da gibt es auch noch ein Dings, eine Werkbank. Boah, Hund! Dogmeat! Hui! Hallo. Kumpel, was machst du denn ganz allein hier draußen? Du scheinst echt unglücklich zu sein. Oh, wie süß. Lass uns zusammen. Cool. Ich kann jetzt Befehle erteilen, okay? Zum Beispiel? Ramin-Schädel. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Zeug aufhebe, warum ich das brauche. Rüstungswerkbank, aha. Da kann man auch noch Zeug dran machen. Das ist ja unfassbar. Man kann echt alles hier modifizieren. Das gefällt mir. An sowas habe ich voll Bock. Auf sowas habe ich voll Bock. An sowas habe ich voll Bock. Kochstation. Man kann sogar kochen. Ich habe das Gefühl, mit den ganzen Sachen, wo dabei sind, die haben extrem viel von bei Fallout 3 speziell. Da gab es extrem viele Mods. Die haben viele Ideen von den Mods hergenommen. Und irgendwo ist da was Böses. Halt! Waffe! Waffe! Was da hier? What the fuck? Warum geht es nicht ins Fatz? Ach, ich drück die falsche Taste, Idiot. Ich bin doch voll an Fallout 3 dran. Schieß das Ding ab. Halt nicht auf die Beine. Okay, also im Schießen bin ich ziemlich gut, wie man sieht. Läuft. Okay, was ich sagen wollte, die haben sich sehr viel an den Mods orientiert, was es da gab. Die da sehr beliebt waren. What the fuck, was bist denn du hier? Maulwurfsratte, Riesending. Schieß es weg. Bast, Loch rein. Meine Fresse, die kommen einfach so aus dem Boden rausgeballert. Krasse Scheiße. Da kann man alles mögliche aufnehmen und bestimmt geile Rüstungen oder Waffen draus bauen. Mal sehen. Genau. Die haben sich an Mods orientiert, an sehr beliebten Mods von Fallout 3. Zum Beispiel kann man Siedlungen bauen, da kann man das Zeug modifizieren. Das haben sie ja bei Dings schon eingebaut. Wie heißt's? New Vegas, bei Fallout New Vegas. Oh, lauter solche Sachen. Waffenwerkbank, ja, das ist das, was ich... Okay. Und das finde ich richtig cool, ja. Also das, was die Leute ja in den Mods gemacht haben, ist das, was sie haben wollen. Und das, was viel gespielt wurde, das ist das, was die Leute sich ja wünschen, denn zu spielen. Also da haben sie wirklich sich dran orientiert und viel davon umgesetzt. Und das war eine gute Entscheidung, denke ich jetzt mal so. Jetzt ist die Frage, wo ist diese Höhle? Ah, hier sieht es aus wie ein Höhleneingang. Aber... Schauen wir uns das doch mal an. Ja, Mann, das ist ja nicht umsonst. Okay. Dann mache ich gleich mal Pip. Oh, das Pip-Boy-Licht, das bringt richtig was. Hirnpilz. Ja, da kommt der Alchemist von Skyrim doch. Kann man wahrscheinlich viel Drogen und Zeug machen. Knall's weg. Ich bin ein absoluter Fan von dem Fatz. Da ist doch irgendwo was. Okay, ich hab's gefunden. Man glaubt's kaum. Schieß es ab. Das Ding hat Kronkorken dabei. Sehr praktisch. Aber das bisschen sollte ja nichts ausmachen. Oh!
Oh yeah, Level Up. Ah, da gibt's ein Tresor. Wege, dass man halt noch zu positionieren. Drehst du den Schrauben sehr schnell gegen der Welt. Jetzt hier Schlussvorstellung. Okay, das kennen wir ja. Also alle, die das kennen, ich muss jetzt für die Sklave, die es nicht kennt, die Haarklammer an die richtige Stelle drehen und an der Position kann ich den Schraubenzieher komplett drehen. Um das herauszufinden, packe ich die Haarklammer in eine gewisse Position, lasse dann den drehen und wenn es wackelt, so wie gerade eben, dann ist es die falsche Position. Dann gehe ich woanders hin. Ah, okay, das ist schon besser. So, es geht nicht ganz. Ich muss immer wieder loslassen. Sonst spricht mir die Haarklammer ab und davon habe ich ja nur begrenzt. Und so taste ich mich ran an die Stelle, wo ich hin will. Und, ja, okay. Oh, Splittermine ist auch gut. Klebeband brauche ich. Molotow-Cocktail ist immer gut. Sicherung bin ich auch gut. Jetzt habe ich das halt auch noch genommen. Halt, nein, die will ich behalten. Sehr gut. Läuft doch! Jetzt gucken wir doch mal hier Level Up. Jetzt habe ich einen Punkt bekommen. Aber es steht jetzt hier nicht drin. Okay, ich stand gerade eben drin, wo ich rein... Ah, doch, hier. Einen habe ich. Jetzt ist die Frage, was hole ich mir? Das Quest hier kann ich mir anzeigen lassen. Hier kann ich die Medizinsachen besser machen. Standard und Rang 1 Mods für Waffen kann ich mir da holen. Und den Computerverschluss über fortgeschrittene Terminals hacken. Was verwertest du? Waffen und Rüstung hast du seltene Komponenten wie Schrauben, Aluminium. Aha. Das ist natürlich gut, wenn man rumbasteln will. Technologie mit sogar Standard und Rang 1 Hightech Mods. Okay. Wirkt 50% länger, das Zeug. So, Hightech-Mods, da vermute ich mal, da geht es um die Laser-Sachen. Also, wenn du Laserwaffen baust und das geht um Standard für normale, also Standardwaffen, die Peng-Peng machen. Deswegen werde ich wahrscheinlich das hier nehmen. Aber mal gucken, was haben wir denn sonst noch hier? Beim Charisma. Bessere Preise, Lady Kim, mehr Schaden und einfach überreden. Okay, wenn ich alleine bin, das ist nicht so. Dein treuer Hundefreund kann nur ein Fächer. Okay, das wäre interessant. Was gibt's denn hier bei Ausdauer? Einstecken, aha. Ich krieg 10 Schaden resistent. Das ist natürlich sinnvoll. Taschendiebstahl leichter mit nicht automatischen Gewehren will ich eigentlich nicht nehmen. Vielleicht Schlösser knacken, mal gucken. Sprengstoffe und so. Ja, das sind jetzt alles nicht so die Dinger, wo ich haben will. Ja, Nahkampf sollte ich auch nicht so machen. Okay, das sind ja nicht so meine Sachen. Beweglichkeit, was haben wir denn hier? Kann ich den Geist nicht automatische Pistolen verursachen? 20% mehr Schaden. Nicht automatische Pistolen. Damit wäre ich ja momentan dran. Okay. Automatische Waffen mehr Schaden machen. Okay, besseres Schleichen. So, ja. Schatzsucher. Okay, kriege ich mehr Kronkorken. Mehr Munition. Oh, explodieren. Ah, der mysteriöse Fremde. Ah, warum hilft der weniger? Der mysteriöse Fremde erscheint gelegentlich und macht bum 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 tot. Wer Fallout 3 kennt und ich bei New Vegas war, glaube auch dabei, der wird sich freuen. Du bist nicht dumm, nur anders. Ich erhalte zufällig dreifache P für erfolgreich abgeschlossene Aktionen. Je niedriger meine Ja, das wäre natürlich geil. Leider habe ich eine zu hohe Intelligenz. Ich würde sagen, ich hole mir das hier. Darauf habe ich Bock. Weil ich möchte nämlich mir viele Waffen basteln. So. Okay, was zeigt mir der nächste Rang? 2, 3. Okay, halt. Da sieht man jetzt auch, da steht es oben dran. Da brauche ich dann schon Level 13, Level 25, Level 39, bis ich da oben hinkomme. Okay, das passt. Ah, da kann ich aber das, was ich gerade machen wollte, nicht machen. Weil das war ein Level 2 Mod. Auf das, was ich gerade am Suchen bin. Okay. Schönes System, gefällt mir. Da hinten war irgendwas verstrahlt. Komm schon.
gehen wir wieder raus.